Und es gibt seitens der SEC keine klare Aussage, wie sie zu dem ETH, dem Ether, dem Ethereum stehen. Ob es jetzt ein Security oder ein Commodity ist. Aber welche Möglichkeiten hat Gensler denn überhaupt? Normalerweise würde man sagen, schwarz oder weiß, ja oder nein. Ja, genau das ist eigentlich jetzt die Frage, die uns dazu bewegt hat, das Thema hier nochmal aufzubereiten, weil das kann einen riesengroßen Knall geben. Wir haben hier mal aufgeschlüsselt, welche Möglichkeiten ein Gary Gensler und die SEC jetzt haben. Wenn die SEC und Gary Gensler jetzt, Variante 1, und wir fangen gleich mal mit der drastischsten an, ETH zu einem Security erklären. Mhm. Wenn das der Fall wäre, Johanna, das wäre ein absoluter GAU für die komplette Szene. Was würde passieren? Ethereum müsste sofort von allen US-Börsen gedelistet werden. Das heißt, eine Coinbase, eine Kraken, wie die alle heißen, dürften ETH nicht mehr traden, weil ETH ja ein Security ist und diese Plattformen alle nicht zertifiziert sind, im Gegensatz zu Promethium. Was das bedeutet, wenn ein Coin, der auf dem Weg nach oben ist, plötzlich zu einem Security erklärt wird und von den Plattformen runtergenommen wird, das haben wir erlebt. Bei XRP im Dezember 2020, das Ding ist einfach nur abgesagt. Das würde sich natürlich, weil es der zweitgrößte Coin ist, 18% Market Cap, auf die komplette Szene auswirken und würde viele andere Coins und Token, die ähnlich strukturiert sind wie ETH, automatisch auch zu Securities machen. Die Futures wären alle illegal, wie eben beschrieben. Mhm. Natürlich bekäme die SEC Stress mit der CFTC. Es gäbe jetzt ein Gerangel, wer hat denn jetzt die Kompetenz? Und die Chance auf einen Spot-ETF, der im Moment ja auch den ETH nach oben beflügelt, die Chance wäre gleich null. Und der Gary Gensler sagt immer, Staking ist wie Security. Und Ethereum hat Proof of Stake. Das heißt, auch da würde er sofort alle Proof of Stake-Verfahren in diese Security-Schiene pressen und damit wäre das alles erstmal auf Jahre hin zurückgebombt. Okay, das wäre das schwarze Szenario. Das schwarze Szenario. Vielleicht habe ich auch eine schwarze Seele, aber der Gary Gensler, so wie ich ihn einschätze, würde das hier, deswegen habe ich es nochmal runterlegt, das wahrscheinlich am liebsten machen. Aber? Der Gary Gensler, wissen wir, ist ja kein Freund der Kryptos und am liebsten würde alle Kryptos, wenn es die denn schon geben muss, zu Securities machen. Also das wäre ihm wahrscheinlich das Liebste. Und wenn er die Szene zerstören will, beziehungsweise zurücksetzen will oder massiv schaden will, dann wäre jetzt eine wirklich gute Gelegenheit, das zu tun. Nämlich genau mit dieser Variante. Die zweite Variante, die er hat, ETH zu einem Commodity erklären. Das wäre natürlich super. Ja, damit wäre ein Präzedenzfall geschaffen und viele Coins würden sagen, naja, wenn das ein Commodity ist, dann sind wir auch ein Commodity. Die Hoheit der Kryptos würde dann bei dem C, der CFTC liegen. Bei dem Benham? Ja. Das wäre alles aus seinem Verantwortungsbereich raus. Die Futures ETF wären außer Gefahr. Klar, die laufen weiter, weil sie im Bereich der CFTC laufen. Wir hätten mit Sicherheit eine größere Chance auf den Spot ETF, weil der Gensler nicht mehr so viel dazu zu sagen hat. Und alle Proof-of-Stake-Verfahren wären auch außer Gefahr. Promethium wäre natürlich ausgebremst. Mhm. Klar, wenn es ein Commodity ist, kann Promethium ETH nicht als ersten Coin auf seiner Plattform traden. Das wäre für die Community, für den Markt natürlich das Beste. Ein Wunsch, ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Es gibt natürlich noch die dritte Variante. Also nach 1, 2 und 3. Man belässt alles so unentschieden, wie es im Moment ist. Man belässt es bei der Unsicherheit im Markt. Ist es denn jetzt nun ein Security oder ein Commodity? Damit wäre natürlich Promethium raus. Und ich persönlich glaube, dass er wahrscheinlich auf diese Variante geht. Aber das geht ja auch nicht endlos. Das geht nicht endlos, aber er hat einen Vertrag, glaube ich, bis Mitte nächsten Jahres. Ah, okay. Und es gibt neuen Präsidenten. Das sind ja keine
Das sind ja keine Berufschairmen, sondern die werden in solche Positionen ja hineinberufen und auch wieder abberufen. Und ich gehe davon aus, das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung, wenn er diesen Weg geht und weiterhin es bei Unsicherheit belässt und diese Promethium-Pille schnuckt, die er ja eigentlich ausgegeben hat im letzten Jahres, als er denen die Regulierung ermöglicht hat. Ich glaube, vor all diesem Hintergrund wird er den Spot ETH ETF aus dem Jahr 24 ins Jahr 25 schieben. Also damit aus seiner Verantwortung raus. Ich war ja lange Zeit der Meinung, der Spot Bitcoin ETF, das ist eine klare Geschichte und genauso kam es ja auch. Aber bei dieser Geschichte sagt mir mein Bauchgefühl, so wie der sich im Moment positioniert, so wie er redet, so wie sich die Lage zuspitzt, so wie wir das hier beschrieben haben, glaube ich eher, dass er diese Entscheidung nicht mehr treffen will. Und beim Spot Bitcoin ETF hatten wir eine 3-2 Entscheidung. Mhm. Man kann davon ausgehen, dass es nach wie vor 2-2 steht und er dann das Zünglein an der Waage ist, dass dieses Ding hier zum Kippen bringt. Und das wäre natürlich schade.